Hallo, ich bin Falk aus Deutschland. Ich lebe in München. Ich bin jetzt hier in Lexington, um eine große Wand anzumalen. Und wir arbeiten mit Sprühdosen und mit Acrylfarbe. Ich arbeite mit einer Künstlerin zusammen, deren Künstlername Hera ist. Und mein Künstlername ist Akut. Und zusammen sind wir Herakut. In der Regel machen wir keine Skizzen, bevor wir an einem Ort reisen. Wir kommen gerne an, schauen uns die Wand und die Umgebung an und dann entwickelt meine Kollegin den Entwurf vor Ort. Und sie malt mit dünner Acrylfarbe auf einer Rolle und viel Wasser. Dann machen wir Fotos, die den Figuren entsprechen von uns oder anderen Leuten. Und diese Fotos benutze ich, um davon abzumalen. Und zwar mit Sprühdosen. Ich benutze in etwa ungefähr 45 verschiedene Farbtöne, um Hauttöne zu malen. Dann nutze ich die Sprühdosen, um entsprechend teilweise Elemente des Bildes dreidimensional, plastisch, realistisch auszuarbeiten. Hauptsächlich malen wir Menschen. Wir malen nicht abstrakt, wir malen gegenständlich. Und es ist ein märchenhaftes Malen. Und die Wand, die wir jetzt hier anmalen, wird Teil eines Kinderbuchs werden. Und wir werden in der nächsten Zeit viele Wände in dem Format, in dieser Größe anmalen, die alle Teil dieses Märchenbuchs werden. Wir malen fast überall auf der Welt und wir werden eingeladen von Städten oder Veranstaltern, um großflächige Wände anzumalen. Und hier in Lexington werden wir, wenn wir die Wand fertiggestellt haben, noch eine weitere Wand anmalen. Und ja, das werden die ersten zwei Bilder unseres Kinderbuchs werden.